Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem kleinen, schnellen Video. Heute möchte ich euch solch ein Arduino-Protoschild vorstellen, was relativ nützlich sein kann, gerade bei solchen Schaltkreisen. Viel Spaß! Solch ein Protoshield hat den enormen Vorteil, wie gesagt, dass man da jetzt direkt auf ein Arduino draufstecken kann, entgegen zu einer Platine, und den Vorteil zum Steckbrett, dass ich da halt keine Kabel lösen kann. Das Problem ist bei so einem Protoshield, dass man das ja schnell mal vollgelötet hat und dann wegwerfen muss. Allerdings hier bei Adafruit kostet das 10 Euro, das lohnt sich da nicht wirklich, wenn man immer so eine Platine für 10 Euro wegwerfen muss. Deshalb habe ich mir überlegt, Mensch, man kann die Dateien hier einfach mal herunterladen und das Ganze hier in Eagle einmal importiert und eine Gerber-Datei generiert. Dann habe ich das Ganze hier mal geguckt bei so einem Platinenhersteller, was der für dafür nimmt, so nimmt. Dann sehen wir ja hier für 2 Dollar kriegen wir da so 5 Platinen, beziehungsweise für 5 Dollar 10 Platinen, sprich eine kostet 50 Cent, was natürlich dagegen ein sehr, sehr günstiger Preis ist, dass man halt diese Platinen auch immer mal wieder wegwerfen kann, wenn man die halt vollgelötet hat, damit sich das Ganze lohnt. Gut, um das Ganze jetzt hier aufzubauen, habe ich die Platine natürlich bestellt. Wir müssen hier einmal die Pins hinein packen in unser Protosheet, die hier einmal schnell mit unserem Lötkolben verbinden. Und dann kann man hier noch zusätzlichen Kram wie solche Schalter und Taster drauf und Lämpchen. Und da muss man halt immer überlegen, was man davon braucht. Das ist jetzt zum Beispiel hier so ein Reset-Schalter. Kann man drauf löten, muss man allerdings nicht. Genau. Dann kann man es hier einmal eben drauf löten, ist auch eine gute Übung. Hier haben wir auch noch ein paar Kontroll-LEDs, was sicherlich auch sehr sinnvoll ist. Und ebenfalls kann man hier noch einen Kondensator draufladen, der halt dann die Stromversorgung von dem Arduino glättet, was halt dann sehr, sehr gut ist, um halt mit diesem Arduino dann Projekte durchzuführen, ja. Wie gesagt, hier kann man seine Experimente dran festlöten. Wenn man die gerade länger verwendet, macht das Sinn, oder wenn man es irgendwo fest einbaut. Und genau. Dafür ist das Ganze gedacht. Ich finde das relativ praktisch, weil so ein Steckbrett hat ja immer den Nachteil, dass sie die Kabel lösen können. Und hier kann man das eben schön löten. Und Adafruit hat da auch ein hervorragendes Design, finde ich. Ich habe das schon ganz, ganz oft verwendet und das hat immer sehr, sehr gut hingehauen, weshalb ich das jetzt hier auch von denen genommen habe. Das können wir natürlich jetzt bestücken. Ich jetzt hier für mein Projekt habe da so ein Poti drauf gemacht. Und da kann man natürlich jetzt hier noch so ein paar Dioden, weiteres Displays, Sensoren etc. alles anschließen. Ich habe jetzt hier was für mein Langzeitprojekt vorbereitet. Genau. Hier seht ihr nochmal die Platinen. Wie gesagt, eine kostet 50 Cent, also auch nicht sehr teuer. Sprich, wenn man mal irgendwie ein neues Projekt hat, kann man die auch wegwerfen. Okay, jetzt schauen wir uns das Ding hier einmal an. Wie gesagt, die Komponenten, die ich jetzt hier drauf gelötet habe, sind für mein Projekt. Da sind halt 2 Schalter drauf und ein paar LEDs und ein Kondensator. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, das war hier dieses kleine Informationsvideo für euch. Das ist wirklich ein guter Tipp, sowas zu haben. Ich würde mich über ein Like freuen. Falls ihr irgendeine Frage habt, könnt ihr hier unten einen Kommentar schreiben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wird schleunigst Zeit, dies zu tun, um wirklich kein spannendes Video mehr hier zu verpassen. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Video.